Ein Fanpostturm. Seht ihr diesen Fanpostturm? Bevor dieser Fanpostturm runterfällt, werde ich den erstmal abbauen. So, ich habe jetzt gerade diesen Fanpostturm runtergestellt und jetzt werde ich diese Fanpost öffnen. Nee. Ich werde diese Fanpost auch noch nicht jetzt öffnen, sondern später, weil ich habe gerade eine E-Mail erhalten, dass in der Packstation noch mehr Fanpost rumliegt. Also werde ich jetzt zur Packstation gehen und die restliche Fanpost abholen. So, ich bin draußen, aber bevor ich jetzt zur Packstation hinlaufe, um da Fanpost abzuholen, die restlichen Fanpakete, werde ich erstmal noch einmal zur Weserwehr hinlaufen, um dort genüsslich ein Bier zu trinken. So, ich bin hier jetzt in dieser Weserwehr angekommen und jetzt setze ich mich bei meiner geliebten Steintreppe hin. Da habe ich schon lange nicht mehr gesessen und da werde ich da ein genüssliches Bier aufmachen. So, ich habe mich jetzt ganz entspannt hier in meiner geliebten Steintreppe hingepflanzt und jetzt werde ich hier auf Entspanntheit ein Bier trinken. So, nachdem ich entspannt dieses Bier ausgetrunken habe, werde ich gleich auf einer neu abgeschlossenen Premium-Kanal-Mitgliedschaft diesen mit Bierpower begrüßen gehen. Das mache ich gleich. Ich grüße dich, Albert Buntenbroich. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jetzt hier zur Packstation hinlaufen, um da die letzten Fanpakete abzuholen, bevor Fanpost öffnen Start kommt. So, hier, ich bin jetzt in dieser Packstation angekommen und hier, ich werde die letzten Fanpakete abholen. So, hier, ich hab jetzt diese Fanpakete abgeholt. Und jetzt? Hier, wie heißt es nochmal? Und jetzt gehe ich nach Hause und packe Fanpost aus. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe gerade die beiden Fanpakete, die ich gerade abgeholt habe, hier und hier hingelegt. Ui, ein Fanpaket im Fanpaket. Oh, hier ist ein, wie heißt das nochmal? Ein Zettel. Moment, hier ist ein Name drauf, ich zensiere das einmal kurz. So, aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich den Namen zensiert. Da steht drauf, ein Gruß von Guido B. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Guido B. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut denken, was drin ist, weil das war in meiner Amazon-Wunschliste drin gewesen. Deswegen glaube ich, dass ich denke, was drin ist. Und zwar hier
Ein Winterschlafsack. Ich muss sagen, erster Eindruck, das fühlt sich angenehm an. Das fühlt sich hier doch einen neuen Schlafsack an. Weil ich habe ja bisher nur so einen Sommerschlafsack gehabt, der für die wärmere Jahreszeit geeignet ist. Mit dem ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin. Aber für die kältere Winterjahreszeit, da hat das auf jeden Fall nicht gereicht. Das hat mich zum Frieren gebracht. Ich werde diesen Schlafsack demnächst das erste Mal ausprobieren. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie viel warm kommt, wie warm der mich hält. Wie gut ich damit die Nacht überstehe, da bin ich sehr gespannt drauf. Und von daher, auf jeden Fall, man hat mir eine große Freude damit zubereitet. Uiuiui, da ist Pappe drin. Kartons sind da drin. Kartonschniepsel, die aus Pappe bestehen und so weiter. Oh ja, ich glaube hier auch wieder eine Amazon mit Bestellung. Und zwar hier mein Leinöl. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Zettel drin ist. Dass ich grüßen kann. Ja, scheiße, hier ist kein Zettel. Ich kann nicht grüßen. Und von daher vielen Dank an Unbekannt für Leinöl. Weil Leinöl finde ich voll cool. Ich pack mal diese Leinölflasche mal aus. So, ich habe jetzt diese Leinölflasche ausgepackt. Weil hier Leinöl gibt auf jeden Fall wegen den ganz vielen pflanzlichen Omega-3-Fettsäurengehalt. Hier sieht man 58% Omega-3. Und Omega-3 ist so eine Fettsäure, was ganz viel Kraft und sowas gibt. Und ich habe mal gelesen gehabt, dass Leinöl mit Lignanen drin, was hier auch draufsteht, dass das mit Lignanen drin sind. Was ich auch in meiner Wunschliste deswegen reingepackt habe, dass das auf jeden Fall die beste Qualität ist, was jetzt hier die Wirkung angeht an Omega-3-Fettsäuren von Leinöl. Und deswegen habe ich das reingemacht. Und deswegen freue ich mich, wenn ich das nächste Mal ausprobieren werde, prüfen, ob das wirklich viel besser ist als Leinöl ohne Lignan. Ob ich dann eine größere Wirkung von verspüre. Und hier erfahrungsmäßig kann ich auf jeden Fall sagen, dass Leinöl wegen den hohen Omega-3-Fettsäurengehalt nicht nur Kraft und Energie gibt, sondern auch hier gegen mentale Schwächen hilft. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und von daher werde ich euch Leinöl auch in der Beschreibung mit verlinken. Das werde ich machen. Ui, das sieht spannend aus. Hier. Linseneintopf. Sogar zwei. Ja, genau. Linseneintopf. Ich glaube zwei verschiedene oder so, wie das aussieht. Oh, Sommermais mag ich auch sehr gerne. Richtig geil. Und hier. Tomatenmark und nochmal Tomatenmark. Ach nee, das eine ist hier Linseneintopf und das hier, das sind nur Linsen mit Suppengrün. Ich denke mal, dass das ganz gut wird, wenn ich damit hier draußen penne irgendwann, dass ich das zum Beispiel hier diesen Linseneintopf erwerben tue. Aber hier, was mir auffällt vom letzten Fanpaket,
diese ganzen Dosen hier, das sind alles vom selben Hersteller. Und zwar hier von jeden Tag steht hier drauf. Und was ich mich natürlich dazu frage, ist, ob entweder das eine Privatperson zugesendet hat, also ein Zuschauer, der mir einfach eine Freude zubereiten wollte, oder ob das jetzt der Hersteller direkt das hingesendet hat und ein bisschen Werbung machen wollte. Ich wäre auf jeden Fall für Produktplatzierungen immer wieder zu haben, wenn ich hinter dem Produkt stehen kann. Und von daher denke ich mal, probiere es hier Sonnenmais aus. Prüfen, wie er schmeckt, weil Mais esse ich ganz gerne roh. Der Sonnenmais, der hat eine wirklich sehr gute Qualität, also kann ich auf jeden Fall Daumen hoch geben. Wie das mit den anderen Produkten ist, weiß ich gar nicht. Aber dieser Sonnenmais, der gefällt mir richtig gut. Ui, hier. Oh, scheiße, jetzt habe ich das aufgeschnitten. Gibt für alles eine Lösung. So, jetzt ist das fest. Weil hier mit Kreatin habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe genau dasselbe Pulver. Das war auch eine Amazon Wunschlisten-Mitbestellung und vielen, vielen Dank an, ich glaube auch, ja, unbekannt, der mir das mitbestellt hat. Weil hier Kreatin, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was hier aus, zum Beispiel aus Rindfleisch oder Schweinefleisch oder Lachs oder noch so ein Fleisch und so rausgewonnen wird. Und das speichert dann Wasser unter den Muskeln ab. Und so sieht die Muskulatur dann viel, viel brachialer aus. Und man bekommt auch ein bisschen mehr Kraft. Das kann ich erfahrungsmäßig sagen, auf jeden Fall. Kann ich mega empfehlen. Für jeden Kraftsportler kann ich das auf jeden Fall sehr gut empfehlen. Und das ist auch total günstig und so weiter. Und hier ist noch was drin. Oh ja, ich glaube, das ist dieser Thermometer. Sehr gut. Das heißt, hier. Wie heißt es doch mal? Wenn ich, wie heißt das? Das ist ein Thermometer. Ja, genau. Das wäre total interessant, wenn ich jetzt bei extremen Minustemperaturen irgendwo draußen penne. Weil ich habe mich ja sonst immer in Wetterstationen und so weiter gerichtet. Und das wäre auf jeden Fall extrem interessant zu wissen, wie kalt es wirklich ist. Also da, wo ich jetzt gerade pennen tue draußen. Viel Spaß beim Kaffee trinken.
So, diese Kaffeemaschine, die werde ich gleich morgen ausprobieren, also beziehungsweise erstmal auspacken, da vorne aufbauen und dann diesen Kaffee ausprobieren. Prüfen, wie der Kaffee über diese Kaffeemaschine schmeckt. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich sehr. Also für heute Abend will ich keinen Kaffee mehr trinken, weil es zu spät langsam und deswegen erst morgen früh. Und hier, vielen Dank an Dennis B. Du bist bisher der beste Fanpost-Spendierer. und deswegen großes Dankeschön. Und ich freue mich. Weil bei dieser Kaffeemaschine hier, die ich gerade runterfallen gelassen habe, da ist der Anknopf kaputt. Und deswegen ging er die ganze Zeit gar nicht mal an. Und deswegen, ich musste jedes Mal, wie heißt es nochmal, mein Wasser hier in der Mikrowelle anmachen und das dann hier drüber schütteln über dieses, über das hier. und hab so immer Kaffee gemacht. Eieiei, ich glaube, das ist auch schon wieder eine Amazon-Wunschbestellung. Und zwar hier, wie heißt das nochmal? Winterhandschuhe. Das finde ich voll cool, ich mag das. Weil guck mal, wie heißt das nochmal? Ich ziehe das mal an. So, ich habe hier jetzt gerade diese Handschuhe angezogen. Und diese Handschuhe waren eine Wunschlisten, also Amazon Wunschlisten Mitbestellung gewesen. Und vielen Dank an den, der es mir mitbestellt hat. Du hast mir keinen Kommentar hinterlassen, von daher vielen Dank an Unbekannt, der mir das mitbestellt hat. Und ich muss sagen, die Handschuhe scheinen mir, obwohl ich das halt gedacht hatte, dass die mir passen könnten, scheinen mir ein bisschen klein geraten zu sein. So dass ich mal wirklich schauen muss. Also entweder passen sich meine Hände an den Handschuhen an oder umgekehrt, die Handschuhe passen sich an meinen Händen an. Muss ich mal gucken. Aber das macht auf jeden Fall sehr groß Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Minusgraden unterwegs bin. Ganz lange Zeit oder so, da kann das schon vorkommen, dass die Hände ziemlich stark frieren könnten. Und von daher sind Handschuhe halt ein gutes Zusatzfeature. So, das hier, das ist der letzte Paket von diesem Fanpost. Ja, ich glaube, das ist der letzte Paket von Robert L. Ich bin sehr, ja genau Robert L. vielen Dank im Voraus. Ich bin sehr gespannt drauf, was drin ist. Oh ja, ein Rucksack. Hier ist erstmal ein Brief drin. Sogar ein goldener Brief. Den mache ich als erstes auf. Auf dieser Karte steht drauf: Hallo Service. Mit deinem Kanal hast du den Nerv der Leute getroffen. Die stehen auf sowas. Du hast wohl deinem Instinkt gehorcht. Das passt. Sportliche Leistungen bringst du auch. Also nicht nur Fun. Dir schmeckt Bier, Prost, das gefällt mir. Viel Erfolg, Glück und Gesundheit wünsche ich dir. Gruß, Land, Outside Bob, Robert. PS, die Karte ist noch von Weihnachten über. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Und viele Grüße zurück und dir auch viel, viel Erfolg, Glück und Gesundheit. Weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Das nehme ich sehr stark zu Herzen. Und ich bin sehr gespannt, was drin ist.
Ein großer Rucksack. Hier, wie heißt das nochmal? Instantnudeln. Die kann man gebrauchen für unterwegs zum draußen fressen. Nochmal Instantnudeln. Und nochmal Instantnudeln. Das ist ein Ich weiß noch nicht, was das ist. Werde ich wahrscheinlich gleich herausfinden. Hier eine Genau, hier eine Klappsäge. Eine gebrauchte Klappsäge. Vielen Dank dafür, da kann ich jetzt endlich Holz sägen, weil ich habe ja aktuell gar keine Klappsäge. Und von daher macht das auf jeden Fall mega Sinn, wenn ich jetzt in den nächsten Touren irgendwo unterwegs bin und Bock habe, irgendwie Feuer zu machen. Und dann hier diese Säge mitnehme, damit ich damit irgendwie Feuerholz sägen kann. Ja genau, totes Holz zersägen kann, damit ich damit Feuer machen kann. Hier ein kleinerer Messer, der ziemlich scharf erscheint. Die kann man bestimmt ganz gut für, wie heißt das denn mal? Hier zum Gurkenschneiden und so etwas. Ganz gut gebrauchen. Das kann ich sehr gut vorstellen. Freut mich. Aber hier ist ein größerer Messer drin. Der sieht groß aus. Bei dem freue ich mich richtig gerade. Weil der hier ist ja groß. Und dass der auf jeden Fall hier zum Holzhacken und so weiter geeignet ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel draußen penne und irgendwie mir so ein Lagerfeuer machen wollte. Und ich, keine Ahnung, mit der Säge dann irgendwie ein bisschen Holz zersägen tue. Und mit diesen hier, dann sind diesen Holz so ein bisschen zusammenhacken tue. Das ist auf jeden Fall mega, mega gut, mega hilfreich ist, mega Sinn macht. Hier ist noch ein USB-Kabel drin. Noch ein Messer. Drei Messer sind auf jeden Fall sehr großzügig und ich muss mal gucken, wann ich welches Messer benutzen tue. Aber auf jeden Fall in den nächsten größeren Touren, also auf jeden Fall Outdoor-Aktivitäten, werde ich auf jeden Fall eins von den drei benutzen tun. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das Einzige, was mir irgendwie nicht so richtig klar ist, was das hier ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, da kann man zum Beispiel sein Handy oder Kamera oder so draufstellen. Und dann macht er einfach so eine Umrundung, so eine Umschwenker und so weiter. So ein Kreis, da dreht er sich im Kreis, diese Kamera. Das kann man in bestimmten Videotechniken benutzen. Ob ich das wirklich brauche, das weiß ich noch nicht. Aber es kann Sinn machen. So, da
gar nicht. Hier ist hier. Ja, genau. Genau. Da klemmt man sein Handy an. Macht das dann hier dran. Und dann macht er diesen Kreis. Genau. Genau das, was ich jetzt gerade vermutet hatte. So, in dieser Tasche sind noch Mülltüten drin. Die werde ich da wieder reinstecken. Mülltüten sind immer wichtig für die Natur. Das muss sein. Das muss immer dabei sein. Am Mann sein. Ja, ansonsten denke ich, ist nichts mehr in der Tasche drin. Und hier zum Thema Tracking-Rucksack. Ich habe ja nur so einen 25€ Billig-Tracking-Rucksack, der aber dafür größer ist, den ich hier auf meinem Wagen drauf habe. Der reißt die ganze Zeit, der reißt ständig ab und so weiter. Der ist so richtig instabil und so. Und deswegen wäre halt ein richtig guter Tracking-Rucksack sehr wünschenswert. Aber eben halt auch eher einer, der auch so eine Größe hat wie mein aktueller. Und weil dieser Tracking-Rucksack hier kleiner ist, muss ich erstmal so ein paar Tage drüber schlafen, ob ich den wirklich behalten will. Und von daher, entweder finde ich da irgendwie eine Anwendung zu, oder ich werde den wieder zurückschicken. Ich glaube, so mache ich das. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank und hat mich sehr gefreut wegen dem Rucksack. Und auch natürlich auf jeden Fall wegen den anderen Sachen. Aber trotzdem, also besonders mit der Säge und mit dem Messer, da hat man mir auf jeden Fall eine große Freude zubereitet. Und von daher, viele Grüße an Silent Outside Bob und schaut nochmal alle auf seinen Kanal rein. So, das war gerade eine voll cool Fanpost gewesen. Das hat mir eine große Freude zubereitet, diesen Fanpost-Turm aufzubauen und dann auszupacken. Meine Fanpost-Packstation-Adresse ist unten in der Beschreibung aufgeschrieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Erstmal diese scheiß Treppe hochlaufen. Treppe runterlaufen. Treppe hochlaufen. Treppe. Noch mehr Treppe runterlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe hochlaufen. Treppe. Ich bin oben.